Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin die ganze Zeit in den Bildschirmen, weil ich mich selbst so rutsch finde, du. Hallo ihr! Hallo ihr! Ich habe heute mal wieder ein neues Video für euch und zwar ganz spontan ein Haarfärbevideo. Ich habe mich nämlich gerade dazu entschlossen, meine Haare nochmal zu färben und wie ihr seht, bin ich schon dabei. Habe jetzt gerade eine Blondierung drauf. Also ich habe die in so einem Friseurbedarfsladen gekauft. Und ich glaube, beides zusammen hat ca. 10 Euro gekostet. Und dann, ja, lasse ich das jetzt noch einwirken. Und ich zeige euch dann nachher noch die Farben, was es wird. Und ich hoffe, es wird's. Ich kann eigentlich schon verraten, dass es die Farben sind, falls ihr mein letztes Video gesehen habt, die ich auch im letzten Video benutzt habe. Bloß ich hoffe, dass es besser wird, weil ich sie jetzt vorher blondiere. Und ich rede schon wieder viel zu viel, bla bla bla. Schaut einfach zu, das Ergebnis. Schaut einfach zu, wie ich das mache und ja, bleibt am besten bis zum Ende dran, damit ihr das Ergebnis sehen könnt. Und ich verspreche mich schon wieder die ganze Zeit. Also höre ich jetzt auf zu reden und bis später. Tschüssi! So, also ich habe jetzt wieder die gleichen Farben wie das letzte Mal. Einmal Lilac und die zweite Farbe ist dann wieder Silver. Also eigentlich, wie gesagt, genau die gleichen Sachen wie das letzte Mal. Ach so, und ich habe jetzt noch einmal hier vom Lidl oder Aldi eine Spülung und mische da halt ein bisschen rein, aber diesmal ja nicht zu viel. Also ich habe mich jetzt dazu entschlossen, also ich habe hier jetzt schon jeweils die Hälfte von den beiden Directions drin, aber ich habe mich jetzt einfach dazu entschlossen, dass ich, weil ich ja so farbintensiv haben will, einfach komplett beides reinhau. Und ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen Spülung drin. Vielleicht, ja, so viel Spülung und der Rest ist alles Farbe. Aber ich probiere das jetzt einfach und wenn ich halt am Ende lila Haare habe, ist mir das auch egal. Ich will jetzt einfach mal irgendeine intensive Farbe haben. Mensch, Maya. So, wir sind jetzt fertig und ja, ich lasse das jetzt einfach noch ziemlich lang einwirken. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber ich lasse jetzt einfach mal so 1 bis 2 Stunden einwirken und wasche es dann aus. Und ich weiß nicht, ob ich es dann heute noch zeige, weil jetzt schon 10 vor 8, 20 vor 8, 20 vor 9. Ey, ihr wisst nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. Und es interessiert euch null, was für eine Uhrzeit jetzt ist. Es ist einfach schon später. Und wenn ich jetzt noch 2 Stunden warte, dann ist es noch später. Und ich habe dann eigentlich, ehrlich gesagt, keine Lust mehr, mich noch so nachts vor die Kamera zu setzen. Deswegen, so. Scheißegal, welche Uhrzeit ist. Und ja, ich wasche es dann aus und dann zeige ich es euch morgen, wenn es trocken ist. Oder heute. Eher morgen. Gut. So, dann zeige ich euch jetzt einfach hier das Ergebnis. Okay, ist recht. So, meine Lieben, das ist das Ergebnis und sagt mir mal, wie ihr es findet, ob ihr es gut findet oder ob ich es vielleicht nochmal machen sollte. Aber eigentlich habe ich mir geschworen, dass ich es nicht nochmal mache und wenn ich es nochmal mache, dann in einer anderen Farbe. Ja, sagt mir, wie findet ihr es? Wie findet ihr? Sagt mir, wie ihr es findet und ja. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, also wenn ihr öfter sehen wollt, wie ich meine Haare färbe, weil ich da irgendwie gerade voll den Gefallen dran gefunden habe, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn nicht, dann nicht. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne einen Daumen nach unten, damit ich sehe, was ihr für Videos mögt und was für nicht. Was für welche nicht. Und schreibt mir auch gerne die Bewertung in die Kommentare. Wie es gefallen hat. Was ist los? Wie es euch gefallen hat oder warum es euch nicht gefallen hat oder was ich anders machen könnte. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss!